Man gehört nicht dazu, man ist nicht weiß, man ist nicht leibliches Kind, man ist einfach anders. Und deren Vater hat dann, wo er meine lose Zahnspange gesehen hat, hat er gesagt, das sind meine Steuergelder, weil du bist ja ein Pflegekind und das ist mein Steuergeld, was diese Zahnspange mitbezahlt. Das sind so Momente, die mich in eine ganz tiefe Lähmung bringen und in dieses Gefühl, du solltest nicht leben. Du musst dankbar sein, es geht dir doch gut. Mit diesem inneren Druck wächst Lissy Schneider auf. Gleichzeitig leidet sie darunter, dass sie sich nirgendwo wirklich willkommen oder zu Hause fühlt. Ein Zwiespalt, der sie fast zerreißt. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Lissy. Hallo Jennifer. Hi. Du hast mal gesagt, Gott ist kein liebender Vater für dich. Warum nicht? Weil der Ursprung meines Lebens, so empfinde ich das, kein behüteter, väterlicher Ursprung war, sondern ich in eine Welt reingeboren wurde, die eigentlich keinen Platz für mich hatte oder die mich nicht willkommen heißen konnte. Und weil ich aber schon früh gelernt habe, dass Gott eigentlich der Vater ist, der liebt und der beschützt und der für einen da ist und so weiter, habe ich das aber in meinem Leben nicht so empfunden, von Anfang an nicht. Und deswegen konnte ich dem Satz ganz lang nicht so beipflichten, ja, Gott ist ein liebender Vater. Du bist mit 2 Jahren ins Heim gekommen. Mhm. Kannst du dich an die Zeit davor erinnern? Nee, also die kenne ich nur von Erzählungen. Das ist, meine leiblichen Eltern waren beide suchtkrank, waren auch nicht verheiratet. Ich habe noch einen Halbbruder, der 6 Jahre älter ist als ich. Und von ihm habe ich praktisch Erzählungen, dass zu Hause, wo wir damals noch gelebt haben, vielen mit Drogen eben waren, die Leute nicht ganz ansprechbar. Und eine Geschichte von ihm damals war, dass er in Läden Babygläschen geklaut hat, weil ich so vor Hunger so geschrien habe und er nicht wusste, was er machen soll. Und niemand da war, der dafür gesorgt hat. Und dann mit 2 Jahren hat meine leibliche Mutter mich dann in einem Kinderheim abgegeben. Ja. Und ihn dann einen Tag später auch. Du bist aus dem Heim dann in eine Pflegefamilie gekommen. Ja, wie war dieser Moment, als du abgeholt wurdest? Tatsächlich erinnere ich mich an den auch nur als unangenehm. Also wie alt warst du? Da war ich dann 3. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich in einem Raum, also das ist schon der Hammer, was sich das Gehirn so merken kann, aber ich war in einem Raum, der war leer. Es war klar, ich werde abgeholt von meiner Pflegemutter. Ich hatte sie davor auch schon getroffen. Und in diesem Raum tickte so eine Uhr. Und es waren noch diese alten schwarzen Telefonzellen, die so an der Wand hingen. Ich weiß nicht, ob du das noch vielleicht von früher irgendwo kennst. Genau, so ein bisschen wie am Bahnhof. Und in diesem Raum habe ich gewartet, bis dann meine Pflegemutter kam, alleine. Also in meiner Erinnerung hat es ewig gedauert. Kann natürlich sein, ich saß da nur 20 Minuten, aber eine 3-Jährige, die eben die Uhr nicht lesen kann, kann das lang werden, genau. Und was ist dann passiert? Ja, und dann kam meine Pflegemutter rein und hat mich mit nach Hause genommen. Mhm. Also. Und wie war da so dein Lebensgefühl, das Grundgefühl? Also ich schätze meine Pflegemutter sehr und auch das, was sie gemacht hat. Ich war ja nicht die Einzige. Und obwohl ich versorgt war, war trotzdem das Gefühl da, dass das, dass ich zu viel bin. Also dass es eigentlich keine gute Idee ist, dass es mich gibt so. Und dieses Gefühl hat sich ganz, ganz lang durchgezogen. Vielleicht hätte ich es als Kind noch nicht so benennen können, aber wenn ich jetzt in meine Kindheit schaue, ist das so mein Hauptgefühl. Dazu kam ja auch noch, dass du bitte dankbar zu sein hast. Ja. Wo kam das her? Was man ja auch verstehen kann, ja, ich finde schon, wenn man ein Pflegekind ist, dann ist man, glaube ich, sind Menschen einfach in einem Dilemma, ja. Da gibt es praktisch Eltern, die sich nicht kümmern, da gibt es jemanden, der dieses Kind aufnimmt und es gibt dazwischen ein Kind, das aufgenommen wird und wo sich, glaube ich, die Gesellschaft wünscht, Lehrer wünschen, Pädagogen, Erzieher und natürlich auch die Pflegefamilie selbst, dass man dankbar dafür ist, dass man aufgenommen wurde. Was hätte man sonst für eine Chance im Leben? Aber das ist sowas Subtiles. Also das kommt dann in einzelnen Situationen mal raus. Jetzt zum Beispiel war ich dann schon in der Schule, habe eine lockere Zahnspange bekommen und war bei einer Freundin zum Übernachten.
Und deren Vater hat dann, wo er meine lose Zahnspange gesehen hat, hat er gesagt, das sind meine Steuergelder, weil du bist ja ein Pflegekind und das ist mein Steuergeld, was diese Zahnspange mitbezahlt. Das ist ja also Wahnsinn. das sind so. Und ich glaube, keiner hat das böse gemeint. Ja, es gab immer mal wieder so Situationen, wo man einfach gemerkt hat, okay, ich weiß, ich koste Geld, ich weiß nicht so. Und gab es noch andere Situationen, wo du gemerkt hast, irgendwie gehöre ich hier nicht hin, ich bin nicht willkommen? Also ich glaube, das ist so ein Grundgefühl gewesen, nicht dazuzugehören. Aber ein großer Faktor, auch ein offensichtlicher Faktor, ist einfach meine Hautfarbe. Und das war schon gut bei uns, die Jugendamtsmitarbeiterin, die damals für uns zuständig war. Die hat dafür gesorgt, dass bei meiner Pflegemutter mehrere dunkelhäutige Kinder aufgenommen wurden. Das macht natürlich eine gewisse Identität. Aber trotzdem ist es so, dass die Leute einen immer fragen, woher kommst du? Und dann aus Frankfurt, da bin ich geboren. Und das war nie genug, sondern woher kommst du eigentlich? Also es ist klar, aufgrund deiner Hautfarbe und deiner Locken kannst du nicht zu uns gehören. Ja. Und dann war man in den ersten Minuten von einem Gespräch immer schon so bei der eigenen Geschichte. Und das fand ich immer unangenehm. Also eigentlich ist es so ein Grundgefühl. Man gehört nicht dazu. Man ist nicht weiß, man ist nicht leibliches Kind. Man ist einfach anders in allen Bereichen. Mhm. Genau. Was hat das mit dir gemacht? Ich glaube, ich habe so ein... ich habe das als Ablehnung empfunden. Also es war immer ein Schritt zu weit. Ja, also es war immer unangenehm, so gefragt zu werden. Ich wollte einfach nur dazugehören. Und das bedeutet, und das hat aber eigentlich jeder gefragt, also egal, neue Klasse, egal wo man hingekommen ist. Und ich habe das immer als unangenehm gefunden, weil ich immer dachte, ich werde abgelehnt. Ja, also hier bist du auch nicht willkommen. Eigentlich gehörst du nicht hierher. Also das hat halt dieses Gefühl so verstärkt. Über Jahre hat sich das wie so angesammelt. Genau, ja. Du bist dann mit 16, hast du einen FSJ gemacht, bist in ein christliches Haus gegangen. Ja. Warum das? Also ich würde sagen, das war jetzt keine so richtige bewusste Entscheidung, sondern eher so eine Notentscheidung. Also zwischen meiner Pflegemutter und mir war es dann wirklich schon 2 Jahre einfach nur schwierig. Und also mit ganz viel Streit, ganz laut, und mir tut es im Nachhinein auch total leid. Aber ich glaube, es war so ein bisschen das Gefühl, oder so würde ich es heute beschreiben, über Jahre hat sich wie eine Wut so angestaut. Und die ist dann irgendwann aus mir rausgebrochen. Und dann war klar, ich muss was anderes. Also es war für mich immer klar, ich will Krankenschwester werden. Und da war ich aber zu jung und deswegen musste das Jahr überbrückt werden. Und ich weiß gar nicht, wie wir dieses Haus aufgetan haben. Auf jeden Fall war ich dann dort ein Jahr und habe geputzt. Was hast du da erlebt? Viel Arbeit. Nein, also wir haben wahnsinnig viel gearbeitet. Das ist praktisch so ein Gästehaus, was von FSJlern und Zivis eben sozusagen versorgt wurde in der Küche und mit den Zimmern und so weiter. Und am Anfang war erstmal, glaube ich, gut. Also was ich erlebt habe, ist rausgelöst zu sein aus meiner Prägung. Also ne, meine Pflegemutter ist auch Christin und das ist auch total schön. Aber es war für mich, glaube ich, wichtig, rauszugehen. Und ich wollte erstmal mit Gott wirklich nichts zu tun haben. Das war für mich wichtig, also schon während ich bei meiner Pflegemutter war. Und dann gab es aber so erstmal eine junge Frau dort, die mochte ich so, ja, weil die war so friedvoll. Ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein. Die war 1 Jahr oder 2 Jahre älter als ich. Und die hat mich fasziniert in ihrer Ausstrahlung. Und ich weiß noch, an so einem Abend in dem Bett damals lag ich im Dunkeln. Und dann habe ich, das war so mein erstes persönliches Gebet. Da war ich dann, da war ich 16 und habe 17 und habe dann zu Jesus gesagt, also wenn es dich wirklich gibt, dann schenk du mir inneren Frieden. Ich komme mit mir und dieser Welt, ich komme damit nicht zurecht. Und das war so, das ist dort vor allem passiert. Also mein erstes eigenes persönliches Gebet. Genau. Ja. Vorher hattest du nicht viel mit dem Glauben am Hut. Du hast gerade gesagt, du wolltest sogar weg von Gott. Genau, also schon ne, durch die Prägung und natürlich Kinderstunde und so. Und ich finde wirklich, das finde ich ja auch das Schöne am Glauben als Kind, dass man das so mitbekommt, wobei muss ich sagen, es war trotzdem immer eine Diskrepanz da, ja, also es war praktisch immer dieses Gott liebt dich, das habe ich immer in der Kinderstunde gehört und so weiter, aber ich habe das nicht so erlebt, also ich hatte immer das Gefühl, also wenn Gott liebt, wieso dann in eine Familie, die mich nicht wollte, die nicht für mich sorgen konnte und so weiter, also das habe ich habe eher das Negative so wahrgenommen und wollte dann weg
weil ich das eher als Druck dann empfunden habe. Mhm. Ja, dieses dankbar sein zu müssen. Da ist ein Gott, der hat dich geschaffen und jetzt soll man noch dankbar sein, dass man lebt. Mhm. Und ich war null dankbar für mein Leben. Also alles. Aber ich hab immer wieder gedacht, ich habe mir das Leben nicht rausgesucht. Ja, ich finde es immer wieder schwierig, auch wenn Kinder ungewollt in die Welt kommen. Viele Menschen hängen so am Leben. Ich würde sagen, bis heute, ich hänge nicht so am Leben wie manch anderer, weil ich mich früh damit schon so konfrontiert, was wäre, wenn es mich nicht gäbe? Mhm. Wäre jetzt auch kein Verlust. Mhm. Also ich mochte immer nicht dieses Geburtstagslied, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst, weil ich gedacht habe, dich vermisst ja keiner, wenn man nicht weiß, dass es dich nicht gibt. Ja. Und deswegen war diese Begegnung dann, also oder dieses Gebet, mein erstes eigenes aus einer Not heraus. Mhm. Ja. Das war nach diesem Frieden. Nur nach Frieden. Und es ist auch immer interessant, gell, wenn Leute fragen nach dem persönlichen Weg mit Gott. Ich habe überhaupt nicht um Sündenvergebung oder sowas geboten. Null, ja, weil ich dachte eher, von meinem Gefühl war ja eher Gott, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, an mir schuldig geworden, weil er mich in eine Welt, also ich habe mir dieses Leben nicht ausgesucht. Das Leben ist ein Geschenk, heißt es immer, habe ich nicht so empfunden. Und deswegen fand ich das eher einfach nur belastend und war dann aber so in Not, dass ich gedacht habe, wohin mit meinem Unfrieden? Ja? Wohin mit diesem Gefühl? So will ich nicht mein Leben lang leben. Und deswegen dieses erste Gebet, in dem jetzt gar nicht so viel passiert. Es kam kein Aufbruch, kam kein abgefahrenes Engelgesinge oder so, überhaupt nicht. Aber es war, ich hatte das Gefühl, es war wie so ein Mühe, etwas hin, wo ich das Gefühl habe, vielleicht könnte da Frieden entstehen. So. Mhm. Aber das war nur eine Millisekunde. Und dann war ich schon wieder blieb mein Gefühl auch erstmal von Unfrieden. Genau. Hat dieses Gebet dann irgendwas bewirkt bei dir? Ja, schon. Und so dieses sich auf den Weg machen, glaube ich. Das war so, ich würde sagen, das war der Anfang. Wobei langsam, ja, also danach kam wieder nichts, zwei Jahre lang. Also ich habe auch nicht groß gebetet. Natürlich, es war ein christliches Gästehaus. Das bedeutet, man ist zu Gottesdiensten und so weiter gegangen. Aber jetzt von meiner Seite aus, in diese Beziehung von Gott investieren, war bei mir erstmal gar nichts. Also, nö. Du hast dann später dennoch einen Pastor geheiratet und bist auch Mutter geworden. Ja. Wie war da dein Lebensgefühl? Also das ist natürlich jetzt ein großer Sprung, denn mein Mann war nicht Pastor, als wir uns kennenlernten. Also da hat er Elektrotechnik studiert und ist auch Ingenieur geworden und hat dann erst später Theologie studiert. Mhm. Und ich muss sagen, mein Lebensgefühl blieb. Also ich weiß noch, also wir waren dann verheiratet, hatten noch keine Kinder und dieses Gefühl, ich bin immer noch nicht willkommen, obwohl ich ja jetzt mittlerweile verheiratet war, könnte man ja denken, Mensch, ja, angekommen. Nee, innerlich halt noch nicht. Mhm. Und als ich dann Kinder bekommen habe, ich würde sagen, da fing dann so ein nächster Prozess an, dass ich gedacht habe, so ein Gefühl hatte, so wie ich meine Kinder liebe und ich liebe sie wirklich und fühle mich aber trotzdem oft so hilflos und bin in der Gemeinde, die sehr, sehr toll ist und trotzdem hatte ich das Gefühl immer, eine Pastorenfrau müsste anders sein. Also das ist kein gutes Wort, aber irgendwie halt zugewandter, stärker, ja, souveräner, gefestigter war ich halt alles nicht. Also ich war hilflos und schwach und viel traurig. Also vor allem am Anfang, also bei der Geburt von meinen ersten beiden Kindern. Wieso fiel es dir so schwer, das auch zuzulassen? Dieses Schwachsein? Ja. Also mir fiel schwer, schwach zu sein, weil ich nicht wollte, dass Gott schwach ist. Also für mich war schon, dass ich mir wünsche, Gott ist was Großes, Allmächtiges. Ja, das beschreiben wir ja immer wieder so. Und jetzt bin ich mit ihm unterwegs oder er mit mir und ich bin schwach. Das hat für mich nicht zusammengepasst, sondern ich dachte, wenn ich jetzt zum Beispiel Mutter werde und Gott schenkt mir drei Kinder, er macht mich fähig, geduldig zu sein und schenkt die Souveränität und all das. Und das kam aber nicht. Und ich dachte immer, mit mir ist was falsch, dass ich Gott jetzt nicht so erlebe. Deswegen konnte ich mir lange diese Schwäche nicht eingestehen, weil ich dachte, damit bleibt Gott zu klein. Mhm. Also ich wollte, dass sich Gottes Größe in meinem Leben durch meine Größe beweist. Das hat aber nicht funktioniert. Was war stattdessen? Ich glaube wirklich, also für mich ist immer noch die Geburt meiner Töchter ein Gamechanger, weil ich das Empfinden hatte, ich konnte nichts mehr aufrechterhalten. Also es fehlte einfach die Kraft, ein Bild aufrechtzuerhalten von der souveränen, starken Lissi. Und das hat aber dazu geführt, dass ich wie so kapituliert habe, dann irgendwann vor Gott.
im Gebet, bei mir ist Stille ein Riesenthema, mhm. und wo und ich das Gefühl hatte, da geht mit mir Gott in diese Schwachheit und sagt, du, das ist überhaupt kein Problem für mich, wenn du schwach bist. Also, aber wir haben so Verse wie, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann dachte ich immer, die Kraft müsste spürbar sein. Und ich glaube, Gott hat mir den Blick darauf eröffnet, ich bin stark. Deswegen, das ist Vertrauen, dass das, was du gibst in dein Leben, dass das reicht. Und das war überhaupt nicht viel. Aber das habe ich erlebt, so ganz stückchenweise. Es reicht. Für Gott muss ich gar nicht stark sein oder besonders oder was weiß ich, was ich da für Bilder hatte. Wie hast du das wahrgenommen, dass es anders war, als du es eigentlich dachtest? Also vor allem in der Stille, ja. Ich habe dann weniger von außen mir Bücher und sowas gelesen, obwohl Bücher für mich eine ganz, ganz große Rolle spielen, sondern ich bin so den leisen Tönen in der Stille nachgegangen, ja, ganz viel Stille, ganz viel Regeneration und Stille wirklich, wo dann Gebet die Stille auch nicht mehr bereichert, sondern Stille, einfach nur sein. Und dann, es wäre jetzt zu groß, wenn ich sage, da passiert was, da passiert ja nichts, also das könnte ich jetzt nicht erzählen, aber es ist was geschehen. Es Verständnis mehr von dem. Zugewandtheit, ja, und das aber über Jahre, ne? Also wir kürzen das jetzt. Aber ja, das hat Jahre wirklich ja gedauert. Als beschäftigte Pastorenfrau und Mutter von 3 Kindern hast du einen Dankbarkeitsblog gestartet. Ja. Wie kam es denn dazu? Das war auch in dem Prozess so ein Impuls, ja. Also ich hatte dann schon meine 3. Tochter geboren und fühlte mich nach wie vor sehr, sehr schwach einfach. Und dann kam dieser Impuls, weil ich sehr gerne schreibe, vielleicht, und sowas nehme ich dann als Gottesweisung wahr, ja, obwohl das wirklich, ne, nichts Abgefahrenes, Großes und so weiter. Aber es war so der Impuls, vielleicht finde ich jeden Tag einen Moment in meinem Leben, weil ich sehr unzufrieden, sehr traurig war, für den ich dankbar sein kann, den ich irgendwie mir genauer anschaue am Ende eines Tages. Und weil ich gerne schreibe und Blogs damals da voll in waren und so, habe ich gedacht, ach, ich will auch einen. Und dann habe ich das gemacht und habe das angelegt für ein Jahr. Ein Jahr zu schauen, mit einem Bild diesen Moment zu beschreiben, für den ich dankbar bin. Was hat das mit dir gemacht? Also zuerst gar nicht so viel. Und bei der Dankbarkeit, glaube ich, startet jeder an einem anderen Punkt. Und ich war schon sehr, sehr, sehr im Minus, weil ich hatte bis dahin alles Negative in meinem Leben wahrgenommen und persönlich genommen. Und immer auf Gott, das gönnt er mir nicht. Ich war immer im Defizit, ja. Und mit diesem Dankbarkeitsmomente aufschreiben, hat sich der Blick verändert, dass ich gedacht habe, da ist aber so viel Gutes auch in meinem Leben. Aber nicht als Zwang, nicht als Appell, sondern mehr so, ich gucke da jetzt einfach mal hin und nimm das persönlich. Also Dankbarkeit ist für mich das Gute meines Lebens auch persönlich zu nehmen. Also das Negative fiel mir so leicht, ja. Und das Positive, das musste ich lernen wahrzunehmen. Was meinst du damit, das persönlich nehmen? Dass es mir gilt. Also zum Beispiel habe ich gedacht, so im Nachhinein, ich hatte überall, wo ich war, immer wunderbare Menschen um mich herum, die mich inspiriert haben, die mir zugehört haben, die mich wahrgenommen haben. Ja. Inwiefern würdest du sagen, hat diese Transformation auch dazu beigetragen, wie du über das Thema Heimat denkst? Ist da irgendwas passiert bei dir? Ja, also wobei Heimat hat für mich was ganz Ursprüngliches, ja. Deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich für mich immer noch nicht eine Heimat habe ich nicht. Also wo ich jetzt Wurzeln hin habe und immer wieder zurückkehre oder so, das empfinde ich nicht so. Aber dieses Gefühl von Willkommensein, das hat sich verändert, weil ich meine wahrzunehmen, da ist so viel Gutes, wo Gott mich willkommen heißt in diesem Leben immer wieder neu, jeden Tag neu, durch ganz viele Minimomente, die sich aber so summieren. Und auch bei diesem Thema der Dankbarkeit, dass es keine Banalitäten gibt. Also das gibt's immer mal wieder, wenn man über Dankbarkeit redet, dass dann Leute sagen, ja, das ist auch mal wichtig, dass wir dankbar sind dafür, dass fließendes Wasser aus dem Wasserhahn kommt oder so. Aber das ist einfach nur so selbstverständlich für uns. Und deswegen spüren wir dafür keine Dankbarkeit mehr. Und ich glaube, dass es schon willkommen sein bedeutet, dass ich morgens also und plötzlich konnte, also das Wasser aus der Leitung und ich konnte es wahrnehmen. Also ich hatte Zugriff auf das Schöne, so würde ich das heute beschreiben, dass ich wirklich das wahrnehme und auch spüre und da echte Dankbarkeit spüre und kein Appell. Wie gehst du heute damit um, wenn dich jemand fragt, wo du herkommst?
ich ja sage, ich komme aus Frankfurt, dann kommt, woher eigentlich? Und dann erzähle ich meine Geschichte, aber sie ist nicht mehr mit Schmerz so verbunden. Sie gehört zu mir, sie ist ein Teil von mir, sie macht auch meine Persönlichkeit aus. Sie sorgt aber auch dafür, dass ich viel stehen lassen kann. Ich habe viel Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen und es gibt für mich nicht so Schubladen, sondern ich glaube, dass Gott Rücksicht nimmt auch auf unsere Geschichten und deswegen wir nicht so Schablonen anlegen können, wie wer zu sein hat. Und das sorgt aber für, bei mir auch für ein Verständnis für den anderen. Der will einfach jetzt nur wissen, woher ich komme. Ja. Und weil aber meine Geschichte für mich ausgesöhnt ist, empfinde ich das nicht mehr als so Angriff und du gehörst nicht dazu, sondern ich denke, nein, ich bin, wer ich bin und die Person möchte jetzt einfach nur noch wissen und gehe da mit einem größeren Wohlwollen. Ich glaube, das wurde mir auch durch die Dankbarkeit geschenkt, dieses Wohlwollen im Umgang mit anderen Menschen. Wie ist dein Gottesbild heute? Das ist eine gute Frage. Also ich empfinde tatsächlich nach wie vor, und jetzt werde ich 42 dieses Jahr noch, dass ich wie so ein bisschen so ein Grundmisstrauen habe. Ja, also wo in, über die Jahre wirklich weniger geworden ist, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es schon, dass es komplett weg ist oder so. Aber ich habe mal für mich, ich habe mal so für mich 12 Lebensregeln so formuliert, mit denen ich so unterwegs bin. Und eine davon ist, die Suche nach Gott ist immer auch Ausdruck meiner Liebe zu ihm. Und damit eröffne ich mir den Raum, dass Gott in meinem Leben nicht so, manchmal nicht so fulminant und so, so abgefahrene Sachen macht, sondern oft ganz leise ist, aber präsent. Und ich zum Beispiel in Gebeten auch viel lieber den Ewigen, also zum Ewigen spreche, zum Allgegenwärtigen und weniger Vater benutze ich tatsächlich immer noch nicht, obwohl es viele weiche und persönliche, auch würde ich sagen, wahrscheinlich väterliche Momente mittlerweile zwischen Gott und mir gibt. Und trotzdem ist dieses, es bleibt, weißt, ich bin von meiner Geschichte her kein Opfer, aber ich bin Geschädigte. Und das würde ich sagen, bin ich nach wie vor. Und das hat immer noch Auswirkungen auf mein Gottesbild. Aber ich glaube, Gott ist geduldig. Das, so würde ich sagen, ist Gott. Und deswegen kann ich es mittlerweile so stehen lassen, dass mein Gottesbild sicherlich nicht so ist, wie vielleicht bei anderen, die da voll emotional werden oder so. Aber versöhnt, ja, wir sind erst mit mir, ich bin mit ihm unterwegs, manchmal bin ich noch enttäuscht, ja, also das bleibt so zwischen Gott und mir, das bleibt wie Gott selbst so eine Spannung auch, ja, er manchmal greift er ein, ganz oft aber auch nicht und dann das Aushalten, also genau, deswegen könnte ich das jetzt gar nicht in einem Satz zusammenfassen, wie jetzt, was für ein Gottesbild ich habe, es ist so vielschichtig. Ja, genau. Du hast für dich ein Triggergebet formuliert, möchtest du davon erzählen? Ja, kann ich. Also mit dem Wort Trigger geht man ja mittlerweile schon, finde ich, inflationär so ein bisschen um. Aber ich habe immer wieder Momente, also ich habe zum Beispiel auch in schon ja in der Jugend an, bis ich Kinder bekommen habe, immer wieder, wenn ich so einen Trigger hatte, das sind so Momente, die mich in eine ganz tiefe Lähmung bringen und in dieses Gefühl, du solltest nicht leben. Ja, also ich habe viel auch mit in meinem ganzen Leben mit Suizidgedanken mich auseinandersetzen müssen. Und jetzt ist dieses Triggergebet, das habe ich irgendwann mal in der Stille mit Gott formuliert. Ganz, das sind ganz weiche Worte, ganz warm. Und wenn ich in meinem Alltag so unterwegs bin und es triggert mich was, was immer mal wieder, wird viel weniger. Ich kann mit vielen Situationen besser umgehen. Aber wenn, dann habe ich diese Karte immer dabei und bete genau dieses Gebet, was mich dann dorthin führt, wieder mehr in dieses Vertrauen in Gott und dass ich nicht zu kurz komme und dass ich nicht im Defizit bin. Und dass es okay ist, dass ich lebe und dass ich jetzt nicht irgendwas unternehmen sollte, um mein Leben zu beenden, genau. Dafür ist dieses Gebet genau da. Du bist durch viele Prozesse gegangen, hast erlebt, dass Gott dann nicht mit einem Fingerschnipsen eingegriffen hat, zumindest so, wie du es dir vorgestellt hast. Wie gehst du mit dieser Willkür um? Ja, also ich würde wahrscheinlich sagen, dass Gott nicht willkürlich, also ja, er ist unberechenbar so, ich weiß nicht, ich ja, manchmal ist das Gefühl, ich kann mich nicht auf ihn verlassen und ich glaube, für mich war zuzugeben erstmal, dass das so ist, also ich habe schnell das Gefühl, wenn ich im Gespräch, also oft war, dass ich dann wie Gott verteidige, ja, und immer den Dingen einen Sinn gebe oder sage, das hat Gott bestimmt deswegen gemacht und mittlerweile lasse ich stehen, dass ich es nicht weiß, ja. Und das erstmal das Zugeben, für mich zulassen, Gott erklärt sich mir nicht und für mich ist er nicht berechenbar.
Und was mir hilft, damit umzugehen, sind ganz viel so Rituale. Also die Stille, das ist einfach der Raum, in dem ich Gott, in dem ich das Gefühl habe, da wendet sich Gott mir zu. Und deswegen ist mir wichtig, das im Alltag einzubauen. Es gibt ja Menschen, die sagen, oh, ich habe keine Zeit für die Stille, ich könnte nicht existieren darüber. Mhm. Also ich habe mir das immer, tue ich mir das in meinem Alltag freiräumen, weil so Beziehung zwischen Gott und mir lebbar ist, weil ich dann seine Existenz so wahrnehme, spüren ist zu viel, ja, das ist kein richtiges Gefühl und so. Und dadurch ist er dann doch für mich verlässlich, weil in dieser Stille ich eine Präsenz wahrnehme, die ich manchmal sonst nicht so spüre und dann in dieser Spannung lebe. Mhm. Er antwortet mir nicht immer oder macht nicht alles so, ach, was hätte ich, Sachen, die er gerne in meinem Leben hätte schon machen können und nicht gemacht hat. Und trotzdem würde ich sagen, er ist mir zugewandt durch diese vielen Momente in der Stille. Also er ist für dich nicht berechenbar, aber verlässlich mittlerweile? Ja, so würde ich sagen. Und dass ich mich immer wieder dann auch wie bei ihm einklinke, dass wenn Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe, das sind ja vor allem äußere Sachen, dass ich mich dann aber, und vielleicht ist das das Zweite, auf einen Prozess mache. Also mein ganzes Leben, mein ganzes Glaubensleben hat ganz viel mit Prozessen zu tun und immer wieder Momente, wo ich empfinde, Gott stößt was an und ich muss dann einen Weg gehen. Ja, also alles, was ich aufgearbeitet habe, jede Therapiestunde, alles ist selber bezahlt, ja. Und trotzdem würde ich aber heute sagen, ich bin so dankbar für diese vielen Prozesse und das ist wahrscheinlich auch eins, warum ich ihn als verlässlich wahrnehme, dass ich finde, ich gehe dann so einen Prozess und der kommt dann irgendwo auch an. Also nicht, dass sich der äußere Umstand dann verändert, aber in mir heilt wieder ein Teil oder versöhnt sich wieder etwas und ja, das macht es lebendig. Also gibt es etwas, was du an Gott besonders liebst? Ja, also ich könnte jetzt keine Eigenschaft sagen, aber alles, was schön ist. Also Gott ist für mich Schönheit, Ästhetik. Und da rührt sich ganz, also gehe ich ganz arg in Resonanz. Ja, jetzt wo wir im Urlaub waren am Meer, das Meer, ein Sonnenuntergang. Also sowas ganz Klassisches, aber wo mich ganz tief in Wald, das Grün, aber auch Düfte zum Beispiel. Ja, also ich liebe alles an Gott, was mit Sinneswahrnehmung zu tun hat. Weniger, dass ich sagen kann, weil er so und so ist, weil manches ich vielleicht nicht so erlebe oder enttäuscht bin. Aber auf diese Sinneswahrnehmung kann ich mich immer verlassen. Und ich lebe in einer schönen Welt. Und das empfinde ich, das liebe ich an ihm. Also dass wir nicht so empfinde ich das, nicht irgendwo hingeklatscht sind, sondern da ist ganz viel Schönheit, wenn wir es wahrnehmen, ja, in der Natur, also vor allem, genau. Wie ist dein Lebensgefühl heute? Mein Lebensgefühl ist heute lebensbejahend und auch dieses, ich darf sein. Vielen, vielen Dank, Lissy. Schön, dass du hier warst. Dankeschön, genau, schön war es, bei dir jetzt gewesen zu sein. Danke. Wir werden Gott nie ganz verstehen können, aber es lohnt sich trotzdem, ihm zu vertrauen und ihn immer besser kennenzulernen. Deswegen mache ich dir Mut, genau das zu tun. Rede mit ihm, bringe ihm deine Fragen, deine Zweifel. Nur eine Sache ist dabei echt wichtig. Sei einfach ehrlich zu ihm. Er kennt dich sowieso und egal, was du ihm sagst, er wird dich deswegen nicht weniger lieben. Mach's gut und bis bald. Tschüss.